I love it. I love it, your commentary. Oh Gott, nein, nein, nein. Das wusste ich, das war zu spät gesprungen. Nein, nein. Aber ich bin wieder nur einmal runtergefallen. Und nicht gleich doppelt. Und doppelt machen auch nur Noobs, auch wenn ich es am Anfang auch gemacht habe. Nee, das Ding hilft auch nicht. Ja, das tut mir jetzt leid, aber ich muss jetzt leider den hier machen. Anders geht's leider jetzt nicht. So. Ich hab fast gerülpst. Ich bin ja ein... Nein, 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 nein! Was ist denn? Nein, 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 nein! Fuck. Ich meine natürlich, so ein Mist aber auch. So, oh, den Sprung habe ich, glaube ich, bisher immer geschafft, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir sowieso niemals sicher. Wow, was ist das für eine Musik? Keine Ahnung, aber sie klingt cool. Oh Gott, nein. Falsches Timing. Nein, 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 nein. Aber nur einmal runtergefallen. Ich bin gut. Und ich muss noch gerade meine Framestats nachgucken. Nee, Framestats. Ach, da übrigens sieht man links oben jetzt auch meinen Snapshot. 1.2b01a. Oh. So. Für alle, die es genau wissen wollen. Wisst ihr eigentlich, wenn ich in so einem dreckigen Bürokomplex bin, dann wirkt die Musik irgendwie nicht ganz so. Ich wechsle mal die Playlist. So, ihr seht das ja gerade alle ganz schön. Oh, der Pisten ist auch echt laut, ne? Ist er ganz leise? Ganz leise! Noob! So. Ah, den Sprung. Nein! Den Sprung habe ich noch niemals verkackt. Aber jetzt habe ich auch schon das dahinter verkackt. Oh Gott. Ich will hier raus, Dr. Vengush! Ich musste gerade überlegen, wie er heißt, aber das. Auf jeden, Alter, auf jeden. Auf jeden, Alter, ey. Scheiße. So. Da, den Sprung, den ich noch niemals verkackt habe, habe ich diesmal auch geschafft. Sonst wäre es ja auch nicht mehr der Sprung, den ich niemals verkackt hätte, ne? Übrigens muss ich das vielleicht entschuldigen, dass in letzter Zeit viele Videos gekommen sind. Ja, ich entschuldige mich dafür, dass viele Videos gekommen sind. Nein, beziehungsweise, ich will sagen, ich muss gerade überlegen und mich am Kopf kratzen. Wie drücke ich das jetzt am besten aus? Das ist jetzt, ein bisschen schwierig zu komplizieren. Zu erklären. Denn ich nehme dieses Video an einem... am Arsch. Ja, da habt ihr es gehört. Ich nehme dieses Video an einem Arsch auf. Riecht auch ganz gut hier. Nur wenigstens ist der Checkpoint aktiviert. Nee, ich nehme dieses Video an einem Montag auf. Und am Ende dieser Woche weiß ich nicht, ob ich immer noch so viele Videos bringen kann. Weil ich dann wieder Schule habe. Ich gehe schon davon aus. Und das Ende der Woche ist Ende Januar. Ja? Lol, 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 lol. Bin ein Lollbob. Genau da musste ich rein. Meine Maus hat gerade ein bisschen rumgesponnen. So, das haben wir alle schon gelesen. Jetzt machen wir wieder auf. Ja, 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 hier, keine Monster. I don't want Monster. Cause Monster are evil. Hell yeah. My English is so badass. I'm the baddest badass of the badass world. Also ein Badass. So, oh, den Diamanten hätte ich fast nicht eingesammelt. Ja, also das mit dem Sozialpraktikum wollte ich euch nur mal informieren. Aber es werden wahrscheinlich immer noch genauso viele Videos kommen. Und für alle, die es nicht wissen, mein Plan lautet, ja, also das mindestens so bis Ende Januar durchzuziehen.
dass ich jeden Tag mindestens ein Video hochlade. Und, jetzt kommt noch weitere Regeln hier. Immer diese ganz vielen Regeln und Gesetze. Ich kann nicht auszuhalten. Kontrollstart. Auf jeden Fall versuche ich jeden Tag ein Video hochzuladen. Und zwar von einem Let's Play Minecraft. Oder einem Let's Play Minecraft Adventure Map. Und die ganzen anderen Kategorien, sprich Let's Show, Let's Talk, Günther Talks, und was habe ich denn noch? Ja, und die sonstigen Videos, die werden immer unregelmäßig kommen. Und die werde ich auch nicht vorher announcen oder irgendwie sowas oder bla bla bla. Die kommen einfach unregelmäßig. Immer wenn ich gerade lustig bin oder wenn es gerade aktuell irgendwie so ein gutes Thema gibt oder so. Ihr könnt mir natürlich auch selbst Thema schenken. Themen? Thema? Habe ich Themas gesagt? Oder Themen? Egal. Wow, I never thought you would pass the test. Und setz uns Test reimt sich nicht. Aber ich habe erst gedacht, das reimt sich uns. Ich faile gerade voll ab. But I underestimated you. I guess you are better than I thought. Now let's play. Da steht 100%ig play. You're on a real trial. This trial will need air, which I have supplied for you in your chest. You must place them on dirt blocks for air, which you can use to keep you going. Also, um es mal kurz zusammenzufassen auf Deutsch, Schwimmlevel. Und wieso ist hier drin Zuckerrohr? Das macht mich stutzig. Ach genau, ich sollte das Zuckerrohr auf Erde platzieren, um Luft zu kriegen. Auch wenn ich da gar keine Erde sehe. Doch, da ist Erde. So. Find all of your levers, they shall help you reach the next test. Dr. Ngoosh. Ich finde es auch übrigens sehr schön, wie ich ihn jedes Mal anders vorlese. Also so einen anderen Akzent. Warte. Lol. Wir stehen im Wasser. So macht der Grills das übrigens auch. Also für alle, die es nachmachen wollen, nehmt euch Bamboo mit. So, Einschalter habe ich schon mal aktiviert. Der ist da unten gewesen. Ich kann den Bambu natürlich auch einfach nur als Markierung benutzen. Und hier ist auf jeden Fall der zweite Schwede. Da oben ist noch eins. Ich habe mir schon gedacht, dass hier irgendwo was ist. Weil am Ende sind immer zwei. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Das stimmt sogar. Da. Und der vierte und Final Schalter. Beides mit F. So. Jetzt gehe ich hier unten hin. Und jetzt springe ich wieder zurück. Und dann bin ich wieder zurück. Und dann freue ich mich. Toll, oder? Und dafür habt ihr jetzt 5 Gehirnzellen verschwendet. Muss ich hier lang? Ja, scheint wohl so, ne? Auch wenn es hier ein bisschen nach Checkpoint aussieht. Und das sieht nicht nach Checkpoint aus. So. So. Genug herumgespielt. Ach, ich spiele ja immer noch. Genau. Nice. I'm starting to get annoyed. But not for reasons to know. To you to know. Now get on with the test. Before I kill you. Oh Gott. Also wir sollen hier. Oh, Gothic-Musik. Wir sollen hier weiter testen. Und dieser Dr. Ngoosh, dem hier anscheinend dieses ganze Laboratorium gehört, deswegen heißt die Karte auch Dr. Ngoosh's Lab. Klingt irgendwie logisch. Auf jeden Fall ist er genervt. Aber das ist, soll uns ja gar nicht interessieren. Und jetzt sollen wir den nächsten Test machen, bevor er uns killt.
Danke. Ha. Dieser Dr. Van Gogh ist Slowhand. So eine herzerwärmende Person. Ich habe eine kleine Idee. Da. Und go. Tja, ich bin schneller als Strom. / Licht. Woohoo! Let's go! Ich find's cool, wie sich die Türen hier alle automatisch immer so öffnen. Und das Texture Pack. Weil das nice ist. Und ich glaube, ich mach einfach mal hier, gering. Weil jetzt läuft's ultraflüssig, selbst wenn ich so mache, läuft's noch ultraflüssig. Auch wenn das scheiße aussieht. Egal. Ah, this is just not enough. These tests are not giving me any good reason. You're not doing good enough. If we meet, I'm sure I'm going to kill you. Ah. Was ist das? Ein pinkes Gehirn in einem Glas. Würde ich sagen. Also sagt auf jeden Fall... Episch. Sieht richtig geil aus. Sagt auf jeden Fall, er ist schon richtig angepisst von uns. Ich denke, die müssen wir als Inventar haben. Wir brauchen die bestimmt. Und dass er uns wieder umbringen wird, sobald wir... Sobald wir ihn treffen. Aha. Ich lag in meiner Vermutung richtig. Oh, das ist ja nice. Wird das hier runtergeworfen? Ich mach das mal kurz nach. Dann wird das hier runtergetrieben. Und hier rauf. Und ich wusste gar nicht, dass man über diese Dinger jetzt noch rübergetrieben werden kann. Oh, ich hab grad recht dick gemacht. Okay. Da ist was. Nein! Okay, das ist Eis. Komm. Da. Woohoo! So, jetzt bleiben die Slime Balls mal drauf. Sieht aus wie kleine Quallenfische, oder? Yeah! SpongeBob! Wollen wir Quallenfischen gehen? Ja, Patrick! Boah, ich muss gerade echt eine kleine Pause machen, um dieses... Ja, Patrick! ...hinzukriegen. So, das lasse ich mal lieber hier... Activated! Power on! Ich hab das einfach mal aktiviert, keine Ahnung, was passiert. Hat ja auch eine Kettenreaktion, die ein zweites Tschernobyl auslöst, ne? Ja, man muss ja sogar sagen, drittes, ne? Ja. Zu früh für solche Witze? Naja. Ist ja aber auch schon lange her, ne? War letztes Jahr.